Zuletzt bei Twilight Princess. Allzu viel ist nicht mehr zu erledigen. Beim letzten Mal komplettierten wir die ganze Drillhöhle. Und nun stehen uns wirklich nur noch eine marginale Anzahl an Aufgaben zur Verfügung, bevor wir uns dem Finale des Spiels widmen können. Yo, Leute, was geht? Ich chill hier gerade in meiner Quelle und teile so ein bisschen meine Herzen auf, denn beim letzten Mal haben wir die Drillhöhle abgeschlossen und ich dachte, das wäre die einzige ätzende Quest, die wir zu erledigen haben. Dem ist aber nicht so. Friends, es gibt nämlich noch diese Amiibo. Die Wolflink-Amiibo. Und wenn ich diese Wolflink-Amiibo scanne, dann sollte ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas freischalten. Ich muss erst meine Amiibo registrieren. Sehr spannend. Sehr gut. Passt alles. Ich möchte keinen Spitznamen geben. Und jetzt, zack, halte ich die hier drauf. Amiibo! Und dann habe ich sie registriert. Oh mein Gott! Amiibo! Okay, das ist lustig. So, und jetzt muss ich nochmal meine Amiibo draufstellen. Und zack, auf einmal ist man in der Schattenhöhle. Und diese Schattenhöhle ist eigentlich genau dasselbe wie die Drillhöhle. Bloß, dass es 40 Ebenen gibt statt 50. Way! Allerdings möchte ich euch nicht nochmal so einen ewigen Kampfpart antun. Deswegen werde ich euch das ein bisschen cutten und vielleicht die Highlights zusammenschneiden. Du, der du deine Stärke erfahren möchtest, stelle dich dieser Höhle in der tierischen Gestalt. Okay, Bratan. Mach ich. Ich würde sagen, let's go. So, ich möchte alle drei bitte in meinem Kreis haben. Sehr gut. Und damit hätten wir schon mal den ersten Raum geschafft. Und so geht es jetzt weiter und weiter und weiter. Wie gesagt, ich werde euch die Highlights zusammen cutten. Oh, wir haben wohl einen Checkpoint erreicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen ich schon geschafft habe. Und dafür bekomme ich Rubine. Yay. Aber ich mache natürlich weiter. Hey, bitte, was wird das? Hey, ich... Hallo. Ich will nicht aufhören. Lass mich weitermachen. Hä? Muss ich da rein? Nein, ich will nicht weg. Hä? Okay, ich habe jetzt diesen Checkpoint erreicht. Aber irgendwie bringt tut mir das nicht viel. Was genau passiert jetzt? Okay, ich habe 6 Level abgeschlossen. Möchtest du die neue Anzahl Herzen auf deinem Amiibo speichern? Nee, passt schon. Wurde das jetzt abgeschlossen? Muss ich das öfter machen? Moment mal. Ich stelle nochmal meine Amiibo hier drauf. Ein neuer Abschnitt wurde freigeschaltet. Okay. Da muss ich das wirklich öfter machen. Was zur Hölle wird das denn jetzt bitte? Ich mache einfach mal weiter, okay? Ich durchblick das Ganze nicht so ganz, aber ich schnetzel einfach mal weiter als Wolfling Monster. So, hier sind wir wieder. Und jetzt öffnet sich die Tür. Das heißt, ich muss das immer wieder machen? Und wie wird das begründet? Oder war das Ganze jetzt gerade nur Einführung?
Weil jetzt sehen ja auch die Räume anders aus. Ich habe keine verfickte Ahnung, okay? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich hier ziemlich gut schnetzeln kann. Kehre hierher zurück, wenn du stärker geworden bist. Okay. Ich bin jetzt wieder wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene angekommen, wo das Spiel sagt, alles klar, du bist ein cooler Dude. Und jetzt werde ich wieder gezwungen, zurückzugehen. Hier sind 50 Rubine. Jetzt darf ich schon wieder nicht weitermachen. Jetzt muss ich schon wieder den Ort hier verlassen und mich wieder durch alle bisherigen Räume durchkämpfen, um dann ab hier weitermachen zu können. Was ist denn das? Was zur Hölle? Das heißt, du musst alles dreimal machen und halt immer wieder... Boah, das ist so dumm. Das ist ja so retarded. Ein Glück, dass ich euch das zusammenschneide. Das ist wirklich so blöd. Also auf so vielen Ebenen. Ich mache einfach weiter und ich werde wieder dieselben Räume machen und... Gott verdammt, Alter, das ist ja so retarded. Okay, spannender Fakt. Ich kann noch gar nicht bis zum Ende kommen. Ich habe gerade nachgeschaut, nachdem ich jetzt wieder rausteleportiert wurde, was jetzt los ist. Und ich muss erst in der Story weiterkommen, um den letzten Abschnitt der Höhle freizuschalten. Finde ich recht spannend. Aber damit haben wir jetzt auch die Chance, um uns um andere Dinge zu kümmern. Denn es gibt ja wirklich noch einiges an Stuff, den wir erledigen müssen, bevor wir ins Finale gehen können. Ich weiß, es zieht sich und ich bin eigentlich auch schon längst bereit für das Finale, aber wenn ich sage, ich ziehe die 100% durch, dann gibt es halt einfach noch diverse Dinge zu erledigen, bevor wir uns wirklich dann dem Finale oder ja, dem finalen Abschnitt des Spiels widmen können. Davor möchte ich einfach alles abgeschlossen haben. Deshalb gehen wir jetzt hier hoch zu den Soras und dann in die Nähe des Angelteichs. Aber nicht zum Angelteich, wir gehen woanders hin. Wir gehen nämlich zum Bootshaus. Denn mit dieser netten Dame hier vorne haben wir tatsächlich noch nie geredet. Es tut mir leid, Madame, vor allem, weil du echt gut aussiehst. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Warum habt ihr geschlossen? Das scheint wohl was nicht zu funktionieren, ne? Das liegt vermutlich an den ganzen Steinen dort unten im Wasser. Und dementsprechend werde ich mich mal um die kümmern. In der Hoffnung, dass ihr Geschäft dann wieder eröffnen kann. Wir brauchen was von der netten Kollegin. Und ich merke gerade, dass ich die falsche Rüstung anhabe. So, jetzt können wir hier ganz entspannt unter Wasser agieren. Wir müssen hier nämlich den einen oder anderen Stein entfernen. Glaube ich, dass es das ist. Werden wir mal abchecken. Ne? Ich springe auf jeden Fall mal den ganzen Scheiß hier. Und dann darf sie hoffentlich wieder ihr Geschäft aufmachen. Und wir kriegen sogar dafür noch ein bisschen Geld. Was ich aber mittlerweile gar nicht mehr brauche, außer vielleicht für meine Magierüstung. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal auf so schwierige Kämpfe stoßen werde, wo ich meine Magierrüstung dringend brauche. Denn, der Kampf gegen die Drennimbus-Garden in der Drillhöhle, hey, der war schon hardcore. Der war wirklich übel. Also ich glaube nicht, dass diesen Kampf nochmal irgendwas toppen kann. Deswegen verzichte ich jetzt auch mal gepflegt auf die Rubine und sage mir, okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und laufe hier weiter unter Wasser entlang, um hier ein bisschen die Steine zu entfernen. In der Hoffnung, dass es die nette Dame wieder zufriedener macht. So, da wäre nochmal Cash. Aber auch darauf verzichte ich gerne. Ich muss jetzt erstmal abchecken, ob das alle Steine waren. Oder ob da nochmal welche kommen. Na, da über Wasser ist auch noch ein Stein.
Keine Ahnung, ob ich den noch wegmachen muss. I don't know. Oder ob hier vorne noch ein Stein ist. Nein. Sieht nicht so aus. Ah, nein, 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 nein. Nicht abtauchen, du sollst einfach auf die andere Seite. Und dann fragen wir die nette Dame einfach mal, ob sie jetzt zufrieden ist. Oder ob noch irgendwas nicht passt. Was? Ich hab doch gesagt, wir haben zu. Also schleich dich. Okay, ich rede nochmal mit ihr. Okay, sie wird noch nicht kommunikativer. Ja, hallo, alles klar. Hier kommen einfach mal solche Monster vom Himmel. Alles klar. Wir haben einfach mal den gesamten Teleportpunkt auf der Map noch nicht aktiviert. What the fuck? Okay, die rastet komplett aus. Und ich kann sie nicht töten. Also ich kann nicht in die Wolfsform gehen. Was war das denn? Was wird das denn? Okay, das wird jetzt spannend. Okay, mit einer Wirbelattacke gehen die auch drauf. Puh. Glück gehabt. Aber vielleicht wird die damit etwas kommunikativer, sag ich mal. Vielleicht mussten wir sie erst retten. Hilfe, wer bist denn? Wie schaffst du es nur bei einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Du bist doch einer von den Guten. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Alles klar. Okay, das erklärt so einiges. Wir mussten erst dieses Event triggern, dass wir mit dir reden können. Oh, habe ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erst einmal vielen Dank. Ich bin Tena, verleihe hier Boote. Aber herabgestürzte Felsen haben den Fluss blockiert. Deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch gar kein Problem sein, oder? Nein, gar kein Problem. Die muss ich, glaube ich, einfach wegsprengen. Mit Bomben und Pfeilen muss ich das machen. In Ordnung. Okay, wir kriegen sogar eine Anweisung, was wir tun müssen. Moment mal. Ich habe eine neue Bombentasche im Inventar. Ich habe 3 Bombenplätze jetzt. Ihihi. Na, ist das Scheiß. Okay. So. Dann machen wir den Shit hier mal weg. Okay, müssen wir öfter draufbolzen. Alles klar, sehr gut. Super, das ist geschafft. Es gibt unterwegs noch mehr Felsen, die den Flusslauf blockieren. Bitte kümmere dich darum. Hier ist das Boot, steig schon ein. In Ordnung. Flussabwärts ist es ziemlich gefährlich. Steig auf keinen Fall aus dem Boot aus. Meine Aushilfe wartet an Ort und Stelle auf dich. Sie wird dir ein genaueres sagen. Wenn du es schaffen solltest, überlasse ich dir zum Dank die Bombentasche. Ist da ein faires Geschäft, oder? Also hau rein. Oh yeah. Es geht los, Friends. Eine lustige Bootsfahrt, die wir jetzt unternehmen gemeinsam. Okay, das ist cool. Das macht Spaß. Muss ich da draufbolzen? Okay, ich kann es auf jeden Fall kaputt machen. Keine Ahnung, ob das Pflicht ist. Aber ich mach's einfach mal. Ich werde einfach mal alles wegbolzen, was mir irgendwie in den Weg kommt. Weil ich habe auch gar keine Anzeige von Bomben und Pfeilen. Also ich glaube, ich kann hier unendlich holzen. Deswegen mache ich das einfach mal. Aua. Nein, 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 zieh deine... Oh, das war zu spät. Das war zu spät. Gott verdammt. Oh mein Gott, ist die... Okay, die Steuerung ist weird. Und es gibt nur ein paar Rubine hier auf dem Weg. Also ich glaube, das ist, einfach nur so ein bisschen Fun haben und Rubine sammeln, oder? I don't know. Kommt da ein Wasserfall? Kommt da ein gottverdammter Wasserfall? Ach du Scheiße. Servus! Oh, und da kommen die ersten Steine. Okay, ich sehe sie. Da kümmere ich mich drum. Ich bin da, um zu helfen. Ich bin einer von den Guten. Oh, du siehst gut aus. Oh, ich schicke dich die Chefin, um mir zu helfen. Ich bin die Aushilfe. Entschuldige, dass du dir solche Mühe machst. Also dieser Felsen da ist im Weg und schaut den Fluss auf. Du musst versuchen, ihn zu zerstören. Das kriege ich hin. Deswegen bin ich da. Zack. Und damit ist der Flusslauf wieder offen. Das ist geschafft, danke. Oh, das Wasser fängt schon an zu fließen. Ich begleite dich zur Mündung. Bitte folge mir. Ich habe auch keine andere große Wahl, Madame. Oh mein Gott. So, jetzt hier nicht gegen die Felsen. Oh, aber das Boot dreht halt so schnell, ne? Ich kann ja nichts tun. Ich habe, also Steuerung
ist quasi nicht da. Und vor allem bin ich auch einfach super langsam. Komm schon, Link. Wasserfälle sind schön. Folg einfach der netten Dame hier. Aua. Aua. Oh, aua. Was passiert hier? Oh, lol. Ist das so eine Art Geheimweg oder so? Wo immer ich jetzt gelandet bin. Ich habe das Gefühl, das Boot geht gerade ordentlich kaputt, so wie ich es behandle. Wie gesagt, die Rubine sammle ich nicht ein, weil ich sie halt echt nicht brauche, wenn ich ehrlich bin. So, einfach hier durch. Easy peasy. Oh, schade. Ich habe versucht, das Holz wegzumachen. War nicht so erfolgreich. Ja, ist ja alles schön und gut, aber was bringt mir das hier? Ah, okay. Ich glaube, jetzt bin ich da, wenn ich unten auf die Karte schaue. Ja, ich bin da. Okay. Und wo genau bin ich jetzt? Boah, es geht noch weiter. Ernsthaft? Oder muss ich... Okay, ich muss einfach nur da runterfallen. Hui! Oh, wir sind auf dem Hyliasee. Oh, das sieht schick aus hier. Vor allem mit dem Sonnenuntergang gerade. Wow. Vielen, vielen Dank. Jetzt hast du uns wirklich sehr geholfen. Jetzt kann die Chefin ihr Geschäft wieder eröffnen. Während wir geschlossen hatten, wurde ihre Laune immer schlimmer. Das war kaum noch auszuhalten. Ach, und noch was. Sie hat dir bestimmt versprochen, dass du zum Dank die Bombentasche behalten darfst, oder? So macht sie das immer. Gibt einfach überflüssige Waren weg. Und sie ist so ein Geizhals. Nimm sie einfach mit. Ich werde mit dir reden, wenn ich wieder im Bootshaus bin. Und da ist sie, die Bombentasche. Aber wir haben immer noch nicht alles damit erreicht, was man hier erreichen kann. Sie bringt das Boot wieder zurück. Passt schon. Ich werde mich jetzt wieder porten. Und zwar hier nach oben. Denn jetzt hieß es ja, kann die Chefin ihr Geschäft wieder eröffnen. Und an diesem Geschäft, meine Freunde, sind wir interessiert. Wir wollen mit ihr Geschäfte machen. Deswegen sind wir hier. Also, Madame, ich möchte ein Geschäft mit dir machen. Ich möchte kein Geschäft erledigen, ich möchte Geschäfte machen. Ich bin ein Visionär, der in die Zukunft denkt. Pfeile. So, lass mich bitte an deinem Geschäft teilhaben. Denn da gibt es ja mit Sicherheit auch was, was für mich dabei rausspringt. Junge Lady, die ihr Top komischerweise genau in den Brüsten aufgeschnitten hat. Oh, willkommen. Dank dir konnte ich endlich mein Geschäft eröffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach es dir ruhig bequem. Natürlich kannst du auch ein Boot mieten. Lass mich einfach wissen. Ich will mitmachen, Madame. Eine Kanufahrt auf dem Fluss mit Begleitung kostet 20 Rubine. Erklärung. Von hier aus kann man mit dem Kanu... Okay. Unterwegs stehen und hängen eine Menge Ziele. Ah, okay. Ich muss den Bombenfallen Ziele abschießen. Alles klar, ich bin am Start. Ich bin am Start. Gute Fahrt. Let's go! So. Wir müssen jetzt Ziele treffen. Um hier erfolgreich voranzukommen. Wo auch immer die sind. Da! Da kommt was. Okay, okay. Okay, die sind ziemlich groß. Das war ein Treffer. Sehr gut. Und immer schön entspannt und langsam fahren. Man kann sich auch ab und zu einfach mal ein bisschen von der Strömung treiben lassen. Auch mal gar nicht so eine Hektik machen. Yay. Sehr gut. 3 Punkte haben wir schon mal. Passt. Gibt es auch, ich sag mal, Vasen, die mehr Punkte bringen als einen? Und vor allem, wie viele Punkte brauche ich, um was zu gewinnen? Das ist noch die andere Frage. Oh, da ist eine Route. Die ist doch bestimmt übel wertvoll, oder? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Zack. Zack. Oh yeah. Sehr gut. Wir machen Punkte. Oh. Oder hat die Route jetzt Abzug gegeben? Nee, oder? Fuck, ich habe nicht drauf geachtet. Scheiße. Ist die Route jetzt gut oder schlecht? Wir müssen rüber. Wir müssen eindeutig rüber. Ja. Ja. Einfach von der Strömung treiben lassen. Zack. Zack. Jetzt gucke ich mal nach, ob die Minus gibt. Nein, die gibt sogar 2 Punkte. Okay. Dann habe ich mir schon gedacht, dass die Roten besondere sind. Sehr schön. Bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts vercheckt. Die Pfeile fliegen aber auch sehr schnell.
geradeaus. Also die verlieren fast gar nicht an Höhe. Das ist schon, ja, sehr, 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 sehr gutes Handling, sag ich mal. Oh mein Gott, wo werde ich lang getrieben? Ich sehe nichts. Mama? Ach, man will die Punkte, wenn man anstößt. Jetzt check ich's erst. Ich habe übel viele Punkte verloren. Es tut mir so freaking leid. Okay, das ist natürlich eine Info, die mir gefehlt hat. Jetzt bin ich natürlich 38 Mal angestoßen. Das war's wahrscheinlich. Mit der Höchstpunktzahl. Denke ich. Oder halt mit der Punktzahl, die ich brauche, um irgendwelche Preise zu gewinnen. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Fuck. Und schon wieder. Aua. Oh, no, 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 no. Jetzt gerät alles außer Kontrolle. Fuck. 19 Punkte werden nicht reichen. Es werden entweder 20 sein oder 25, denke ich. Shit. Ja, das mit dem Anstoßen wusste ich nicht. Mich hat es ja 34 Mal gegen dieselbe Ecke gehauen. Das waren halt ärgerliche Momente. Verdammt, das weiß ich doch nicht. Wir haben versagt. Okay, ich probiere das nochmal, Friends. Außer natürlich, wir brauchen jetzt nur 15, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Gut gemacht. Vielleicht passt es doch. 19 Punkte. Okay, 25. Alles klar. Ich möchte es nochmal machen. Ich schneide euch den finalen Versuch rein. Vielleicht wird es ja sogar der jetzt schon. Let's go! So, das Wichtige ist, dass wir nicht anstoßen an dieser einen Stelle, wo die Strömung richtig asozial wird. Da ist dann halt wirklich Feierabend, ne? Als ob man aber Minuspunkte bekommt, wenn man anstößt. Okay, jetzt am Anfang habe ich 0. Man kann nicht in die Minuspunkte gehen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und jetzt immer schön in der Mitte vom Fluss bleiben. Alles gut. Alles entspannt. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Bloß am Ende wird die Strömung halt wirklich asozial, muss man sagen. Schön drüber. Schön drüber. Oh, ja. Ganz schön knapp an der Wand hier. Verdammt, die Steuerung ist halt so wack. Die ist halt so schlecht. So, immer schön in der Mitte bleiben. Sehr gut. 7 Punkte. Ich glaube, vorhin hatte ich hier nur 6, weil ich schon mal irgendwo angestoßen war. Okay, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Rüber. Mhm. Ja, gut. Ja. Läuft bisher. Rüber, andere Richtung. Okay, alles gut. 15 von 15 Punkten bisher. Ja, ist gut, dass man halt kein Zeitlimit hat. Zeitlimit wäre halt hier asozial des Todes. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird's asozial. Ja, okay, jetzt wird mir wieder hier reingetrieben, aber damit muss man sich halt abfinden. Scheiße. Rüber. Das ist sogar ein Treffer gewesen. Richtig gut. Ich muss jetzt halt so aufpassen, dass ich nirgendwo anstoße. Jetzt so, das steht halt echt alles extremst auf der Kippe. Scheiße! Oh nein, jetzt habe ich es verbockt. Ich habe es nicht verbockt. Ich brauche den roten. Sehr gut, wir haben es geschafft. Aber das ist nicht einfach. Das ist alles andere als einfach. Wirklich.
Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Vor allem nur Sicht aufpassen. Oh fuck, kommt eine Wand. Okay, ich kann den Pfeil- und Bogenmodus. Und dann, oh, ich muss schnell wieder raus und dagegen lenken. Weil das Boot reagiert ja so langsam. Das ist ja das Übertriebene daran. Es reagiert ja so langsam. Du kannst nicht mal eben kurz lenken, sondern musst schon gefühlt 50 Meter vorher lenken, dass das Boot die Kurve kriegt, weil es so einen riesigen Wendekreis hat. Wow. Aber wir haben es geschafft. Gut gemacht. Nice. Wir sind so gut. Du hast auf deiner Abfahrt 26 Punkte. Glückwunsch, du bist der Erste, der über 25 Punkte erreicht hat. Das ist der Hauptgewinn. Eine Maxi-Bombentasche. Sie erhält doppelt so viele Bomben wie davor. Sehr gut. So, und da wir gerade weiter so schön am Boni sammeln sind, mit allem drum und dran, gehen wir jetzt auch noch zu Giovanni, meine Freunde. Ja, derjenige, für den wir die ganzen Geisterseelen sammeln sollten. Und genau das werden wir jetzt erledigen. Und da gibt es dann hoffentlich auch noch mal einen dicken Bonus. Ich weiß nicht, was es als Belohnung gibt, wenn ich ihn komplett zurückverwandle. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einen Stempel bekomme. Aber den kriege ich woanders her. Aber ich weiß nicht, was die Belohnung dafür ist, ihm wieder seine normale Gestalt zu geben. Keine Ahnung. Bin sehr gespannt. Aber jetzt haben wir wirklich bald alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Abgesehen von dem Finale. Wie gesagt, wir müssen noch die Schattenhöhle müssen wir noch machen. Das geht aber erst später, da bekommen wir eine Meldung, da kommt dann irgendwann, ja, es ist jetzt mehr in der Schattenhöhle verfügbar. Aber wie gesagt, das kriegen wir im Laufe der Story mitgeteilt. Da müssen wir uns nicht selber drum kümmern. Und aber so itemmäßig und herzteilmäßig und stempelmäßig sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir stehen bald kurz davor, Twilight Princess zu 100% abgeschlossen zu haben. Das meiste, was wir brauchen, haben wir dafür schon. Und, Moment, ich glaube, ich muss hier rein. Denn, richtig. Da ist das Haus von Giovanni. Hier muss ich hin. Da buddeln wir uns rein. Und jetzt können wir ihm sagen, mein Freund, wir haben alle Geisterseelen, die du brauchst. Und wir können erstmal mit der Katze reden. Hey, du bist ja wieder. Ah, das warst doch du, der mein Herrchen geheilt hat, oder? Tausend Dank. Ich nenne sie Gregor. Bin sowas wie der Boss der Katzen hier vor Ort. Also gut, jetzt wo ich mich auch wieder bewegen kann, soll ich mich wohl ein wenig umsehen draußen. Okay, Bratan, mach das. Mein Freund, was geht? Und er ist wieder ein normaler Mensch, Freunde. Geschafft! Zieh dir das an, meine wahre Gestalt. Jetzt kann ich das Leben auch wieder in der richtigen Farbe genießen. Nun, irgendwie muss ich mich wohl erkenntlich zeigen. Na, womit kann ich dir eine Freude machen? 200 Rubine. Ich mache das Ganze für 200 Rubine. Okay, und er sagt, er muss zu seiner alten Freundin wieder. Okay, sie gibt mir nichts. Wisst ihr, die alte Freundin von ihm ist nämlich jemand, den wir auch sehr gut kennen. Die Freundin von Giovanni ist nämlich Thelma. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann düsen wir jetzt zu Thelma in die Wirtschaft. Aber erstmal habe ich meine normale Rüstung wieder. Oder wir können auch die Magierüstung anziehen, weil die sick aussieht. Und solange wir keinen Schaden kriegen, verbrauchen wir auch keine... Doch, ich verbrauche trotzdem Rubine. Okay, das wusste ich nicht. Also allein schon durchs Tragen verbrauche ich Rubine. Alles klar. Dann düsen wir jetzt nämlich zu Thelma. Dann quatschen wir ein bisschen mit Giovanni. Und dann besorgen wir uns... Ich habe mir Blumen genommen. Okay, krass. Man kann sich einfach Blumen nehmen. Okay, geil. Geiles Easter Egg. Wie gesagt, uns fehlt noch ein Stempel, den wir brauchen. Der ganz wichtig ist. Für die 100% brauchen wir alle 50 Stempel. Ist Giovanni gar nicht hier? Doch, da ist er! Hallo, mein Freund. Oh, dem geht's nicht so gut. So, das nennt sich Freundin in der kurzen Zeit, die ich nicht da war, zu einem anderen Mann. I'm sorry, Bro. Tut mir echt leid. Ich werde jetzt aber mal wieder zurück in sein Haus gehen. Denn ich glaube, da bekomme ich jetzt den Stempel, den ich möchte. Gottverdammt, alles. Der ganze Aufwand für einen Stempel. Was ist hier los? Aber das sind die echten 100% Spieler, meine Freunde. Ja, ich weiß, das Angeln mache ich nicht. Aber das ist nicht wichtig für die 100%. So, das ist scheißegal. Du kriegst keine Belohnung, gar nichts dafür. Das sind dann für mich eher schon die 101% oder so. So, wir gehen nochmal zurück, buddeln uns hier unter der Mauer durch. Und
Und dann quatschen wir nochmal mit der Katze. Hey, mein Freund, was geht? Hey, du bist es. So, Herrchen hat also Liebeskummer. Na gut, Geld ist nicht alles, sagen die Menschen noch, oder? Dann braucht Herrchen das Geld hier sicher auch nicht mehr. Nimmst du doch einfach mit. Nein, ich will kein Geld, Bruder. Hier, nimm noch das hier. Da, das will ich. Den Rubinstempel. Sehr schön. Und damit haben wir 45 Stempel. Und das ist genau die Anzahl, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben sollten. Ich glaube tatsächlich, lass mich nochmal hier reingucken. Wir haben alle Geisterseelen, wir haben alle Stempel, die wir brauchen. Wir haben alle goldenen Insekten, ne? Die größte Rubintasche bekommen wir von der Schattenhöhle. Die müssen wir aber erst erweitern, indem wir die Story weiterzocken, ne? Und wir haben alle okkulten Künste. Wir haben den größten Köcher, wir haben die größte Bombentasche, vor allem wir haben alle Bombentaschen. Ich glaube, wir sind gerüstet. Ich würde an der Stelle einfach mal behaupten, Freunde, wir sind gerüstet. Und beim nächsten Mal können wir wirklich loslegen mit dem Finale von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Daumen nach oben wäre super und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.